So, nun folgt noch ein Let's Play Quiz-Duell mit der Nummer 333. Ich habe hier 6 Spiele offen und eine Herausforderung. Ich fange an mit Fusilini 3. Musik und Hits. Wer sang das Lied Careless Whisper? Welcher Rapper ist kein Mitglied des Wu-Tang-Clans? Wer schrieb das Lied Me and Bobby McG? Guetu kommt nun dran. Essen und Trinken. Welches ist ein klassisches Dessert aus der französischen Küche? Was ist Fernet oder Fernet Branca? Was ist hier zu sehen? Rund um die Welt. Welches Land feiert am 17. März seinen Nationalfeiertag? Welche Erdplatte gibt es nicht? Wie heißt die Hauptstadt von Ägypten? Wirklich ein sensationell geiler Regenschirm. Die Verarbeitung ist super detailliert und fein gearbeitet. UWVW kommt jetzt dran. Zeugen der Zeit, auf welchen Krieg bezieht sich die Dolchstoßlegende? Welcher Amerikaner wird manchmal auch als Vater der Atombombe bezeichnet? Welchen Codenamen hatte die erste jemals gezündete Kernwaffe der Welt? Draußen im Grünen, meine Lieblingskategorie. Welches Klima bevorzugt der Weihnachtsstern zum Gedeihen? Was ist das? Welches der folgenden Beispiele ist keine Katzenrasse? Es geht weiter mit Katja Nakiwaki. Was bekommt man serviert, wenn man in den USA einen Sloppy Joe bestellt? Cayennepfeffer, Koriander, Kurkuma und Muskatnuss sind alle Bestandteile welcher Gewürzmischung? Welche der folgenden sind kissenförmige Nudeln mit Füllung? Rund um die Welt. Welche deutsche Stadt hat Stadtteile wie Neukölln, Lichtenberg und Spandau? Was machen zehntausende Menschen in der spanischen Kleinstadt Buñol jedes Jahr am letzten Mittwoch im August? Welches Land liegt unmittelbar südlich von Dänemark?
Herr Rippchen. Wie heißt der Schlumpf mit dem Herztattoo auf dem Oberarm? Welche Waffe wird von keinem der Strohhut-Piraten im Manga One Piece verwendet? Was kommt nicht in Hal oder Hall Fosters Abenteuercomic Prinz Eisenherz vor? Kunstkultur. Wer komponierte die Kindertotenlieder? In welcher Epoche lebte und wirkte Mozart? Zu welcher Kunstepoche zählt dieses Gemälde? Jetzt kommt Tatma. Wunder der Technik. Wie schnell ist ein Boot, welches mit 5,4 Knoten Fahrt unterwegs ist? 5,4 Knoten. Welche Alternative wird von einigen Autoherstellern statt eines Zahnriemens verwendet? Mit welcher Aussage wurde die Titanic beworben, bevor das Schiff 1912 auf Jungfernfahrt ging? Die Titanic sei im Prinzip unsinkbar. Körper und Geist. Welche der folgenden Substanzen ist für ein starkes Skelett von Bedeutung? Wer erhielt 1905 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin? Was ist das griechische Wort für Leber? So, nun noch zwei Spiele gegen B.Ennet-Unterstrich. Wer schrieb das Stück Pygmalion? Er war ein britischer Poet, der Romantik verursachte zahlreiche Skandale und starb in Griechenland. Von wem ist die Rede? Welcher Roman ist nicht von Bernard Cornwell? Draußen im Grünen nehme ich noch. Welche Farbe hat ein lebender europäischer Hummer? Welche Hunderasse gehört nicht zu der Gruppe der Windhunde? Das älteste Pferd der Welt hieß Old Billy. Wie alt wurde es? So, und das war's jetzt mal wieder für Quiz der Let's Play 333. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.